Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Verena und ich begrüße euch in meinem kreativen Chaos. Heute ist wieder ATC Mittwoch und heute geht es um meinen Beitrag zum Thema, zum ATC-Tausch mit dem Thema Technik. Und wenn ihr das Video schon gesehen habt, beziehungsweise wenn ihr beim Live dabei wart, dann habt ihr mein Kärtchen schon gesehen. Und ja, das Live existiert noch nicht, deswegen keine Ahnung. Ich habe hier zwei Techniken verbunden. Stimmt nicht so ganz, aber sowas Ähnliches. Und zwar habe ich einmal Alufolie geprägt und habe die dann mit der Action Relief Tinte Farbe, wie auch immer, eingepinselt, um quasi die Vertiefungen nochmal rauszuholen, das alles so ein bisschen. Ja, nee, schmutzig ist nicht das richtige Wort, sondern es ist quasi wirklich einfach hier, um das nochmal ein bisschen hervorzuheben. Und da würde ich sagen, das machen wir jetzt mal gemeinsam. Ich habe schon vorbereitet die Alufolie. Die habe ich in mehreren Lagen einfach immer wieder zusammengefaltet und dann zusammengeklebt, abgeschnitten und jetzt können wir sie kurbeln. Was ich aber vergessen habe, das habe ich schon weggeräumt, warum auch immer, ist die Stanzmaschine. Die Stanze. Moment. So, hier ist die Stanze von Crealis. Ich nehme die große Stanze dafür. Und ich habe mich auch extra für die entschieden, weil die quasi das Ganze nochmal verschließt. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und dann würde ich sagen, machen wir das doch jetzt einfach mal. Denn zuerst wird durchgestanzt. So, wie ihr seht, bin ich ein bisschen großzügig damit umgegangen, einfach damit ich genug Platz habe. Und ja, das wird jetzt hier einmal durchgekurbelt, wenn sie mich lässt. Ich muss das hier mal ein bisschen an Seite packen. Na, kriegst du dich jetzt ein? So, Moment. Ach ja, heute ist irgendwie nicht so mein Tag. Aber das kennen wir ja alle, ne? So, jetzt geht's. Und einfach nochmal vor und zurück. Und jetzt kann man das entfernen, ne? Und auslösen. Oh, jetzt hat er hier. Das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich hier ein bisschen Probleme habe, das auszulösen. Die ganze Zeit ging es ohne irgendein Problem. Das ist doch jetzt. Ah, ich glaube, hier hatte ich irgendwie, weil ein Teil so ein bisschen eingerissen war, hatte ich, glaube ich, zweimal Kleber drauf gemacht. Deswegen werde ich das jetzt hier einmal abschneiden. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Ich glaube, ich habe das 5 oder 6 Mal immer umgewickelt. Und wie ihr seht, sind jetzt hier die Nähte quasi ganz gut verschlossen. Die zwei werde ich später nochmal durchkurbeln, um die restlichen zu machen. Nur das ist jetzt, können wir schon mal an Seite packen. Wir müssen sie ja jetzt nicht alle drei auf einmal machen. Die können wir sowieso nicht auf einmal machen, weil wir
auch Zeit zum Trocknen zwischendurch brauchen. Für die Paste. Und Moment. Es ist immer so schön, wenn man schon alles weggeräumt hat, was man noch braucht. Manchmal, ne? So. Jetzt habe ich hier meine große Big Shot. Nein, das ist die Stanz- und Prägemaschine. Entschuldigung. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Und ich habe hier von Stampin' Up die Hammerschlag-Prägeform. Und da lege ich das jetzt hier einfach rein. Symbol nach oben, aber das könnt ihr halten wie ein Dachdecker. Das ist völlig egal. So. Einmal durchkurbeln. Da müsst ihr bei eurer Stanzmaschine gucken, wie da der Aufbau am besten ist. Aber das wisst ihr ja. Das ist ja bei jeder Maschine auch ein bisschen anders, weil sie ja unterschiedlichen Druck haben. So, und jetzt seht ihr hier schon, wie schön das geprägt ist. Tada! Also dadurch ist das Ganze jetzt quasi nochmal richtig zusammengepresst worden. Jetzt räumen wir hier erstmal wieder alles weg. So. Und das ist jetzt hier unser Rohling sozusagen. Und um da jetzt richtig mit der Paste zu quasi die Rillen hervorzuheben, ich hätte natürlich auch den Prägefolder einfärben können. Aber das wollte ich nicht mit dieser Paste machen. Weil da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass mir das Ding total versaut. So, und ich habe mich für die Farben hier Rose Gold. Und Bronze entschieden. So. Einfach zwei so Streifen. Und ich habe hier von Craftelier so einen Gummipinsel. Und damit verstreiche ich das jetzt einfach. Schön bis an den Rand. Und haben so ein bisschen mischen. Ihr müsst die nicht mischen, ihr müsst es auch so nicht machen, natürlich nicht. Aber ich fand den Effekt eigentlich, als ich ihn ausprobiert hatte, ganz cool und dachte mir, ja, machen wir. Und ihr könnt es auch sehr quasi sauber auskratzen, dass ihr wirklich nur oder fast nur die Fugen eingefärbt habt. Aber auch da könnt ihr das wirklich machen, wie es euch am besten gefällt. Und ja, also ich werde das jetzt hier großzügig abkratzen. Ich habe natürlich viel zu viel Farbe genommen. Bei den anderen hatte ich das dann schön verteilt. Aber ich habe ja jetzt die anderen noch nicht fertig. Das heißt, das muss ich jetzt hier verstreichen, die arme Farbe. Aber ich möchte es halt relativ sauber haben. Einfach ist mir da jetzt gerade nach. Ich habe auch eins, das ist überhaupt nicht sauber. Aber da fand ich das gut, aber jetzt gerade möchte ich es relativ sauber haben. Bevor wir jetzt weitermachen können, muss das jetzt hier erstmal trocknen. Das dauert... Ja, wie lange mag das dauern? Kann ich euch jetzt tatsächlich gar nicht so genau sagen, aber so Viertelstunde, 20 Minuten dauert das bestimmt. Vielleicht sogar länger. Und das mache ich jetzt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder. Bis später. So, da bin ich wieder. Die Hintergründe sind getrocknet. Ich habe in der Zeit natürlich die anderen auch noch fertig gemacht. Und ja, also
es klebt ein bisschen. Ne? Aber das ist okay. Also das ist jetzt, das hat jetzt tatsächlich einen Tag getrocknet. Und von daher, da geht auch nichts ab oder so. Ne? So. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Kartenrohlinge. Diese wunderschönen Tautropfen. Und hier habe ich noch Sachen, die ich... Wie geht's denn auf? Da geht's auf. Oh, toll. Das war jetzt sehr schlau, Verena. Ja. Naja, ne? Lassen wir das. So. Ich möchte da immer einen Zweig. Und hier so ein kleines Zweigchen. Kommst du her? Beziehungsweise zwei kleine Zweigchen. Die habe ich mit einer Stampin' Up Stanze ausgestanzt. Schon vor längerem. Also das sind quasi wieder so Reste. Aber ich fand halt, dass dieser Hintergrund so ein bisschen nach, ja, nach Weg aussieht. Allein schon wegen dem wegen dem dunklen Wortfindungsstörungen. Wegen diesen dunklen Schattierungen der Rillen. Und ja, da dachte ich mir, das ist doch eine ganz nette Idee. So, und jetzt mache ich hier einfach ein bisschen Kleber drauf. Und klebt das fest, weil dann, wie gesagt, das hat für mich so ein bisschen Straßenoptik und dann sieht das ein bisschen so aus, als würde da quasi ja Unkräuter, Beikräuter, wie man sie auch immer nennen möchte, rauswachsen. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Und hier dann auch einfach noch ein bisschen was drauf. Und das ist halt, also es blendet jetzt auch leider ein bisschen. Das Wetter ist wieder, ja, besonders. So. Das kommt hier einfach so drunter. Und jetzt hier immer so ein bisschen feststreichen. Dadurch, dass das ja erhaben ist, ist das Ganze, ja, ne, muss man da ein bisschen aufpassen. Es tut mir wirklich leid, dass es blendet. Da habe ich irgendwie in dem Moment nicht so dran gedacht, dass das für ein Videodrehen jetzt vielleicht nicht so clever ist. So, ich habe hier noch ein paar Kleinigkeiten und zwar Herzen und Blätter und kleine Blümelchen. Und die kommen jetzt hier einfach mit dazu. So. Dieses Herz ist sehr wellig. Gut. Der Einfachheit halber kommen die Steinchen zum Schluss drauf, weil da kommt jetzt noch Abstandskleber drauf. Weil das einfach, denke ich, am besten hält. Und ihr wisst ja, ich bin von diesem Abstandsklebeband super begeistert. Ich versuche auch mal im Bild zu bleiben. Ne? So. Und in der Mitte auch noch eins.
Und das kommt jetzt auch gleich aufs Kärtchen. Also das ist wirklich... Also das, was am längsten dauert, ist tatsächlich das die Alufolie falten. Das ist das, was so am längsten dauert. Also das hatte ich euch jetzt nicht nochmal extra gezeigt, weil ich mir jetzt denke, dass ihr das hinkriegt zu gucken, wie man Alufolie faltet. Also da bin ich jetzt völlig auf... manchmal fange ich Sätze an, die irgendwie keinen Sinn ergeben. Kennt ihr das? Ich hoffe. Dann fühle ich mich nicht so alleine damit. Ja, auf jeden Fall habe ich vollstes Vertrauen in eure Fähigkeiten, Alufolie zu falten. Und jetzt schneide ich mir hier einfach den Rand weg, dass da quasi wirklich nur die silberne Folie zu sehen ist. Ein bisschen aufpassen, dass man nicht in die hier mit reinschneidet. Und hier. So. So. Einfach bisschen abgeschnitten. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen schief draufgeklebt habe. Ne? Aber das ist ja nicht so wild. Das kommt auch mal in den Müll. Und jetzt kommen hier einfach noch ein paar Tautropfen drauf. Wo? Da habe ich mein Pixie. Und ja. Ich glaube, die zwei großen reichen, oder? Was meint ihr? Ich glaube, die reichen. Ansonsten kann ich ja immer noch eins drauf machen. Und ja, das ist meine Idee mit den ATCs für den August mit dem Thema Technik. Also ich habe quasi Alufolie geprägt als Technik und dann zusätzlich dann noch eingefärbt. Also quasi so eine doppelt gemoppelte Technik. Aber ja, ich mag's. Also auch das, dadurch, dass das hier wirklich so ein bisschen subtil ist, das sähe ja auch bestimmt richtig toll aus, wenn man hier so keine Ahnung, so Mini-Moos oder sowas draufpacken würde. Also wirklich nur so ganz, ganz klein. Aber ne, ich mag's trotzdem sehr, sehr gerne. Und hoffe, euch hat das Video gefallen und euch haben auch die anderen Beiträge gefallen, die mit Sicherheit wieder einfach nur der Brüller sind. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Ihr kennt das Spiel, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen, Herzchen, Käsekuchen, Cookies, Kommentare, abonnieren und so weiter. Und dann macht euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns das nächste Mal in diesem Chaos. Ciao.